Max liebt es, gemeinsam mit seinem sehenden Zwillingsbruder Marco mit dem Rasselball zu spielen. Ganz zur Freude von Mama Anja Glavasevic. Da kann ich besser schießen halt und weil ich den halt auch immer höher. Der Rasselball ist kleiner und schwerer als ein gewöhnlicher Fußball. Ja, jetzt. Den Ball mit Rasseln bekam Max vor einem halben Jahr vom Bundestrainer der Blindenfußball-Nationalmannschaft geschenkt. Das war auf jeden Fall ein richtig schöner Segen gewesen. Und ja, ich liebe diesen Ball. Und auch wenn wir manchmal weg sind oder irgendwo auf dem Bolzplatz sind, dann nimmt dann auch seinen Ball immer mit. Ja. Und auch selbst die anderen Kinder spielen dann mit ihm. Also die kennen den Ball jetzt auch schon. Und da hat er halt auch seine kleinen Vorteile dann dadurch, wenn er dann auch mit dabei ist, ja, dass er auch spielen kann. Und dann schnell ins Tor rennen. Max kann nur hell-dunkel unterscheiden. Er verlässt sich auf sein Gehör. Gut, gehalten. Oh. Ja. Voll, der war richtig gut geschossen. Ja. Ist er da schon ganz gut? Oder? Ja. Was muss er noch lernen? So, oder? Vielleicht ein bisschen mehr schneller reagieren. Die Zwillinge geben Volldampf und haben in den Pfingstferien ein großes Abenteuer erlebt. Und wenn sie gut drauf sind, erzählen sie auch davon. Und was hab ich? Auch Wasser? Wasser schmeckt nicht. Auf einer Kreuzfahrt haben sich die Zwillingsbrüder mit ihrer großen Schwester durch die Getränkekarte geschlürft. Das sind wohl welche auf den Geschmack gekommen. Was gab's da außer Wasser? Cocktail, Cola, alles. Ohne Augenlicht durch die Weltmeere schippern. Max konnte sich an Bord auch gut allein zurechtfinden. Da stand sogar bei den Kabinen, in Punktschrift stand da sogar was. Ja, da staunt man. Das ja. Haben die extra gemacht. Und die Rutschen waren, die waren verrückt. Da bist du, da wurde es dann durchsichtig, wo du dann über dem Meer warst. Und dann wurde es dunkel und dann wurde es richtig schnell. Und im Rainbow konnte man sich entspannen. Und ja. Es gab auch ein Gaming Center. Ja, Gaming Center. Yeah. Urlaub ist das eine, Schule das andere. In der Familie gibt's eine klare Regel. Erst die Hausaufgaben, dann Freizeit. Max besucht mit seinem Bruder die Regelschule im unterfränkischen Stockstadt am Main und kommt in die dritte Klasse. Arbeitsblatt, Schreibplan, Lernwörter 9 und 10. Max' Mama hat die Punktschrift von der Pike auf mitgelernt. Ich habe auch so meine Tricks und wie ich das mache. Und ich kriege ja auch immer ganz schön, wenn halt so Arbeitsblätter sind, ist das in Schwarzschrift auch noch dabei. Und hier ist es dann in Punktschrift, das heißt, ich kann dann doch immer noch mal kontrollieren. Hier. Der Sohn. Mhm. Und Max hat seine Lieblingsfächer. Mathe, Sport! Ich kann jetzt schon und die ganze Zehnerreihe bis 100. Soll ich sie mal machen? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mit seinen 8 Jahren ist Max schon ziemlich sicher im Wasser und auch an Land unterwegs. Bisher hat er im Hof geübt, jetzt will er zum Spielplatz radeln. Ja. Du fährst hinter dem Marco. Du fährst vor langsam und wenn ich Stopp sage, bleibst du mal bitte stehen und du auch, Max, okay? Ja. Hier müssen wir erstmal an diesem Dornding vorbei. So, okay, Achtung, jetzt kannst du fahren. Wege, die schlecht gepflegt sind und unerwartete Hindernisse. Du weißt, hier ist immer eng und hier ist alles vollgewachsen. Aber auch Straßenlärm oder eine Unaufmerksamkeit von Max machen den Ausflug zur Herausforderung. Hier gibt es halt keine Ampel und keinen Dings, da muss man gut aufpassen, auf jeden Fall, ja. Max orientiert sich an den Fahrradgeräuschen seines Bruders, der vorne wegdüst. Innerhalb von einem Jahr hat Max blind Radfahren gelernt. Erstmal mit Stützrädern anfangen und dann irgendwann an erstmal klein üben und dann wird man immer besser. Wieso fragst du?
Ja, weil ich das total bewundere, wie du das machst. Hier draußen ist immer was anderes. Da kommen Fahrradfahrer, da muss man natürlich besser aufpassen. Aber er kann sich unheimlich gut orientieren und schafft das mittlerweile auch echt ganz gut, ohne große Unfälle, sage ich jetzt mal. Und die Mama lotst von hinten. Max, rechts. Rechts. Anja Glavasevic ist mit ihrem Max gewachsen. Umso mehr man loslässt, umso mehr kann er halt dann auch. Und das habe ich in den vielen Jahren, wo er ranwächst, auch gelernt, dass ich auch loslassen muss. Natürlich tut es auch manchmal weh, das passiert immer mal. Aber es passiert dem Bruder genauso oder anderen Kindern. Die 11-jährige Schwester Annalena hat für alle Eis mitgebracht. So, guck mal. Es gibt Vanille. Das hier, das ist... Da kommt Urlaubsstimmung auf. Und Max hat schon Pläne. Wir gehen nach Kroatien fahren. Und bis dahin macht er es sich mit seiner Familie in Unterfranken schön.